Hallo zusammen, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supply Chain College. Im heutigen Video schauen wir uns ein absolutes Grundlagenthema an. Das sollte jeder Supply Chain Manager wissen, denn dieses Thema beeinflusst Strategie, Execution, also Umsetzung, Ausführung, wie auch eure ganzen Kennzahlen, euer tägliches Handeln sollte dieses Grundlagenthema beherrschen. Und zwar geht es um das magische oder auch goldene Dreieck der Supply Chain. Ich nenne das mal die 4Ks. Ich habe euch hier schon mal ein Dreieck vorbereitet und jetzt lasst uns doch mal das Dreieck beschriften. Zum einen haben wir oben an der Spitze vom Dreieck den Service. Dann haben wir einmal die Kosten und wir haben den Cashflow oder Cash. Ich habe es jetzt 4Ks genannt. Tragen wir doch mal in die Quadranten oder in die Dreiecke die Ks ein, die ich meine, kann man sich vielleicht so einfacher merken. Ich habe es immer als Service Cost Cash, so kenne ich es eigentlich von der Berufs- oder von der Praxiserfahrung. Nennen wir das hier mal Kundenservice. Kosten bleibt Kosten. Und Cash könnte man auch als Kapital betiteln. Kapital. Und in der Mitte, und das ist eigentlich das Spannungsfeld des goldenen oder magischen Dreiecks, ist die Kapitalrendite. Die Kapitalrendite letztendlich ist wirklich das A und O, daher markiere ich euch das mal. Letztendlich geht es im Business, im Geschäftsumfeld eigentlich darum, sein Geld entsprechend zu vermehren und sinnvoll anzulegen. Das heißt, die Kapitalrendite ist das mehr oder weniger, wie gut hat sich euer eingesetztes Kapital, ich nenne es mal, verzinst oder vermehrt über die Zeit. Wir kommen gleich drauf, wie das alles zusammenhängt. Wichtig ist, wie gesagt, dieses Spannungsfeld, diese drei Felder, Kundenservice, Kosten, Kapital, muss im Einklang sein, kann auch eure Supply Chain Strategie bestimmen, sodass ihr dort die richtige Handlungsweise eure Supply Chain ableitet. Service ist zum Beispiel relevant, wenn ihr im Team, wenn ihr in eurer Firma Einkommen erzielen möchtet. Also ich nenne es mal hier Einnahmen. Und zwar, wenn ihr einen guten Kundenservice liefert oder leistet, das heißt, wenn eure Produkte verfügbar sind, wenn sie nachgefragt werden, richtiger Platz, richtiger Ort meine ich, richtige Qualität, richtiger Zeitpunkt etc. zu den richtigen Kosten. Dann wird auch euer Geschäft, wenn euer Verkaufsteam etc. loszieht und Marketing-Team entsprechend die richtigen Maßnahmen hat, florieren und ihr unterstützt es entsprechend eure Supply Chain, die Produkte auch wirklich wie versprochen verfügbar sind. Dementsprechend könnt ihr dadurch Einnahmen generieren. Der Kostenblock, Kosten können sein Beschaffungskosten, also typische Einkaufsausgaben, Procurement Spend auf Englisch. Kosten können aber auch die Effizienzthemen sein, die euer Produktionsleiter permanent versucht zu optimieren. Personalkosten sind natürlich auch typische Themen, aber Effizienz, Beschaffungskosten sind so die allergrößten Blöcke. Und wenn man die beiden gegenüberstellt, ich mache jetzt hier mal wieder so eine Ableitung draus, dann ergibt es den operativen Gewinn. Oder viele Unternehmen nennen es auch EBIT, Earnings Before Interest and Tax. Ich mache hier mal operativer Gewinn. Ja? Das heißt, die Einnahmen und dann davon die Kosten abgezogen, ergibt euren, ganz einfach jetzt gesprochen, ein bisschen komplizierter sicherlich, als ich jetzt gerade sage, den operativen Gewinn. Aber was ganz wichtig ist, ist der Cash-Teil, der wird sehr gerne vergessen. Es fehlt nämlich noch eine eigentlich übergeordnete Sache und da kommen wir dann nämlich auf die Kapitalrendite zurück. Der Cash-Teil, im Endeffekt, das wird euren CFO, euren Finance-Business-Partner, Finanzchef entsprechend umhertreiben und ist deshalb auch ein sehr wichtiger Punkt wie Supply Chain Manager, ist das ganze Thema arbeitendes oder Betriebskapital, Working Capital, Bestände ist so der Oberklassiker. Könnt euch nicht vorstellen, wie viele Millionenbeträge in Beständen bei einem Unternehmen gebunden sind. Und dort geht es wirklich darum, nicht immer nur zum Jahresende, wenn irgendwie die Bilanz veröffentlicht wird, die Bestände runterzureißen, sondern durchschnittlich, kontinuierlich auf einem guten Niveau zu sein. Weil als Beispiel, wenn ihr 30 Millionen Euro Bestände habt am Jahresende und dann 4 Monate später schon wieder 50 Millionen Euro habt, habt ihr einen massiven Prozentwachstum
und habe 20 Millionen Euro mehr, die finanziert werden müssen. Und das ist sicherlich kein Pappenstiel und das kann nicht jedes Unternehmen einfach so aus der Portokasse bezahlen. Das heißt, Cashflow-Management ist sehr wichtig, sonst müsst ihr zu euren Aktionären gehen, zu den Banken gehen etc., Kapital aufnehmen, um eben wieder die höheren Bestände jetzt in unserem Beispiel zu finanzieren. Kapital kann natürlich auch, oder das ist auch wiederum Cashflow-relevant, können Investitionen sein in neue Anlagen, in neue Lagerorte, in neue Fahrzeuge etc., jetzt aus Supply Chain-Sicht. Auch das ist ein Cash-Outflow und das Geld muss vorhanden sein. Und in dem Fall mache ich jetzt hier nämlich auch mal einen Pfeil rüber und vom EBIT auch oder vom operativen Gewinn auch und habe dort die Kapitalrendite. Und das ist im Endeffekt das A und O, Kapitalrendite. Und ihr seht jetzt schon, wie das alles zusammenhängt. Das heißt, euer operativer Gewinn geteilt durch das eingesetzte Kapital oder Cash wäre eure Kapitalrendite. Das heißt, je weniger Kapital ihr einsetzen müsst, weil ihr eben eine optimale Supply Chain habt, je weniger Kosten ihr habt, desto mehr Gewinn zum Beispiel, operativen Gewinn, desto besser ist eure Kapitalrendite. Und dann würde das auch entsprechend Sinn machen, als Investor, als Aktionär in dieses, in euer Unternehmen zu investieren. Ich möchte jetzt für dieses Video gar nicht weiter in die Details gehen. Mir war einfach nur ganz wichtig, nochmal dieses Spannungsfeld vom magischen, vom goldenen Supply Chain Dreieck euch vorzustellen. Und bitte behaltet es immer im Hinterkopf, wenn ihr Maßnahmen, Kennzahlen ableitet für euer Unternehmen und schaut, wie passt das, welchen Schwerpunkt müsst ihr setzen zu eurer Unternehmensstrategie und wie könnt ihr daraus eure Supply Chain Strategie und eben euren Fahrplan für das Geschäftsjahr für die folgenden Jahre ableiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, abonniert doch den Kanal, lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video. Tschüss.